Gerne übergebe ich nun das Wort an unseren langjährigen Moderator, Professor Heinz-Otto Peitgen, und möchte dir, lieber Heinz-Otto, für deine jahrelange und im besten Sinne prägende Begleitung unseres Forums sehr, sehr herzlich und aufrichtig danken. Heinz-Otto, du hast das Wort. Ja, lieber Stefan, das ist natürlich ein besonderes Vergnügen, diese Rolle Jahr für Jahr wieder wahrzunehmen. Und ich denke, ich teile dieses besondere Vergnügen mit allen, die schon einige Male dabei gewesen sind. Und ich bin sicher, die, die zum ersten Mal heute hier sind, werden wissen, wie sie dieses Vergnügen zu würdigen haben am Ende der Veranstaltung. Die Petersberger Gespräche zum 11. Mal sind längst eine Institution geworden, die wir Jahr für Jahr, wenn der Herbst kommt und die Blätter fallen, auch wegen dieses fantastischen Ortes, auch wegen dieser unglaublich ansprechenden Organisation des Teams von Herrn Hutmacher, immer wieder herbeisehen. Nun, als Mathematiker und Physiker bin ich versucht, und ich werde das tun, in wenigen kurzen Betrachtungen in das Thema so einzuführen, dass ich Ihnen einen Blick auf die Wissenschaften zumuten möchte. Ich will dabei aber nicht sprechen von den fast 20 Jahren meiner eigenen Mitwirkung in der Digitalisierung der Medizin. Ich will auch nicht sprechen von der digitalen Revolution in der Lehre, die die Lehre der Universitäten weltweit delokalisiert. Ich will nicht sprechen von dem Web als der universellen Wissensressource. Und ich will auch nicht sprechen von den globalen Folgen, die es sich lohnen würde zu betrachten im Hinblick auf Zugang zu Wissen und Bildung und weltweiter Partizipation, insbesondere in den Schwellenländern. Sondern ich möchte Ihnen zumuten, und ich hoffe, Sie finden das ein bisschen amüsant und interessant, über ein neues Weltbild in den Naturwissenschaften zu sprechen. Und da gehen wir vielleicht nochmal zurück in das 19. Jahrhundert und sehen eine Wissenschaft, eine Naturwissenschaft, die vollkommen fokussiert ist auf die Materie, die Newtonschen Gesetze. Und dann kommt das 20. Jahrhundert mit Einstein, mit der Arbeit von 1905, der speziellen Relativitätstheorie, die eine Äquivalenz von Materie und Energie feststellt. Sie kennen alle dieses unglaubliche Ding, E, Energie gleich M, Masse mal C Quadrat, die Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Und das bedeutet ja, dass Masse, Materie und Energie praktisch dasselbe sind, jedenfalls sich ineinander umrechnen lassen. Und so betrachtet kann man dann unglaubliche Dinge feststellen, wie zum Beispiel, dass die Sonne in einer Sekunde durch ihr abgestrahltes Licht, abgestrahlte Energie, etwa 4 Millionen Tonnen an schwerer Masse verliert. Und da könnte man sich fürchten, ob sie denn morgen noch wieder aufgeht. Aber wir dürfen unbesorgt sein, denn die Sonne hat etwa 2 × 10⁻³ Kilogramm Masse. Und das bedeutet, selbst in ein paar Milliarden Jahren verliert sie weniger als 1 Promille ihrer Masse. Das verdanken wir den Einsichten der modernen Physik des 20. Jahrhunderts. Und heute hat sich das noch einmal dramatisch verändert. Heute ist es so, dass wir von einem Triplett sprechen in den Naturwissenschaften, nämlich Masse, Energie und Information. John Archibald Wheeler, einer der bedeutendsten Physiker des 20. Jahrhunderts, hat vor etwa 15 Jahren schon gesagt: In Zukunft werden wir lernen, die gesamte Physik und Chemie und Biologie in der Sprache der Informationstheorie zu beschreiben und zu verstehen. Man glaubt heute, dass insbesondere die letzten Rätsel des Lebens und der Entstehung von Leben nur aus dieser neuen Perspektive, dieser neuen Verbindung von Materie, Energie und Information enträtselt werden können. Und längst ist die Sprache der Genetiker und Molekularbiologen angereichert mit informationstheoretischen Vokabeln und Modellen. Und Visualisierungen in der Molekularbiologie sehen mitunter aus wie
Repräsentationen des World Wide Web. Man ist dabei, Realität als eine Einheit von Materie, Energie und Information zu begreifen. Und natürlich hat das alles angefangen 1948 durch die Entdeckung, die Entwicklung des Silizium-Chips und das fundamentale Werk von Claude Shannon, beide in Bell Labs. Und beide sind so etwas wie die Erfindung des Rades für die Information. Der Beginn der digitalen Transformation, die unsere geistigen Fähigkeiten potenzieren wird und die mechanische Leistungsfähigkeit unserer Maschinenwelt ebenfalls weiter potenzieren wird. Im Kern geht es um die Durchdringung der gesamten Realität aus der Perspektive der Information und ihrer Vernetzung, Connectivity. Information überall, so könnte man sagen. Und insofern ist der Begriff digital, den wir heute gerne benutzen, eher ein Misnomen. Aber das können wir, glaube ich, akzeptieren. Und auf diesem Hintergrund der neuen Weltsicht der Wissenschaft, die fast schon tradiert ist, ist alles Information und das, was wir heute in der Wirtschaft erleben, ist deshalb vielleicht keine Erfindung der Wirtschaft, sondern eine Zwangsläufigkeit, die ein Überspringen dieses Denkens in die Wirtschaft signalisiert. So viel zu dem Hintergrund, auf dem wir vielleicht uns ein bisschen heute sehen dürfen. Und nun zum Programm. Sie wissen, dass wir vier hochkarätige Vortragende haben mit vier Themen, die uns elektrisieren werden, auf die wir mit großer Erwartung schauen. Und ich will Ihnen ein bisschen noch zum Ablauf sagen. Wir werden aus Gründen der Zeit, aber auch aus Gründen der Art, wie wir den Tag gestaltet haben, nach den Vorträgen nicht im Plenum diskutieren, sondern die Diskussion auf die Podiumsdiskussion nach dem Mittagessen verschieben. Das heißt, ich bitte Sie, dass Sie Ihre Fragen nicht unterdrücken, sondern sammeln und dass wir dann in dieser Podiumsdiskussion dazu kommen, die Fragen zu stellen und die Referenten zu Ihren Fragen zu hören. Wir machen eine Ausnahme und das wird der Vortrag von Herrn Höttges sein. Er wird nicht den ganzen Tag bei uns sein können und deshalb werden wir seinen Vortrag, sofern es die Zeit erlaubt, gleich im Anschluss versuchen zu diskutieren. Das hängt ein bisschen davon ab, wie die Zeit stehen wird.